Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir befinden uns mittlerweile in der Vulture, im System Lorden, im Röntgen Horizons. Denn eigentlich hatte ich was ganz anderes vor. Und zwar, halt, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wie das System heißt, hatte ich hier gestern noch ein Community Goal angenommen. Das ist ganz, ganz frisch raus gewesen. Hab dann auch schon 1,3 Millionen eingesackt in der Kriegszone. Und heute wollte ich das weitermachen, wollte auch da eigentlich die Aufnahme starten, dass wir da so ein bisschen rumkämpfen und vielleicht wieder unter die Top 15 oder eventuell sogar Top 5% kommen. Leider sind die ganzen Kriegszonen in dem System verschwunden und niemand kann dort mehr dran teilnehmen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder woran das diesmal liegt oder ob sie sich wieder vertragen haben, die beiden Fraktionen. Denn in dem System gab es zwei Community Goals. Einmal für die eine und für die andere Seite, die sich da bekämpfen. Das fand ich ganz cool. Aber leider, ihr seht, es ist auch ganz kurz vorm Tier 1 gestoppt, sodass niemand bisher irgendeine Belohnung bekommen würde. Vielleicht geht es ja noch weiter. Das Event ist ja noch eine gute Woche vorhanden. Ich hoffe, das wird dort wieder aufgenommen. Da kann man dann wieder weiterkämpfen. Naja, jedenfalls mussten wir uns jetzt anderweitig begnügen. Und deswegen bin ich ins nächstgelegene Imperium-Gebiet geflogen mit der Vulture. Verzeihung, Föderationsgebiet. Um dort ein paar Aufgaben wieder weiterzumachen, damit wir da endlich mal im Rang aufsteigen. Und, ach Gott, hier gibt es ja gar nicht viel Auftragstafel. Was haben wir denn? Ach, guck mal an. In dem System, wo wir gerade sind, 7 Piraten abschießen. Das können wir machen. Und wir können auch mal, das probieren wir jetzt nochmal mit der Vulture, diesen Tötungsbefehlsscanner, den würde ich doch gerne nochmal testen. Wenn wir hier schon Piraten abknallen, vielleicht haben die noch woanders ein paar Kopfgelder. Vielleicht zahlt sich's ja mal aus oder wir können damit überhaupt mal Erfahrung sammeln. Die steht derzeit noch bei 0 bei mir. Das ist zufällig auch ein Hightech-System hier. Das fand ich ganz gut, wo wir uns gerade befinden. Was haben wir denn dabei? Wir haben noch 0,4 Megawatt übrig. 0,04. Oh, der braucht eine ganze Menge. Da würde ich sagen, wir könnten da theoretisch... Das verbraucht gar nichts. Ich packe mal den Schildbooster raus. Bei normalen Piraten brauchen wir den nicht. Die Vulture ist sowieso sehr gut unterwegs. Oh, guck mal. Alter, wieso brauchen so ein scheiß fucking Scanner so viel Energie? Ich fass es nicht. Naja, wir nehmen den anderen. Hier oben hatten wir noch einen. Hier ist auch noch einer. Nehmen wir den. 3 Kilometer Reichweite, immerhin. Das passt ganz gut. Wir können erst ab 3 Kilometer schießen. Sehr gut. Den legen wir wieder auf die Feuergruppe 2. Genau. Und dann legen wir direkt los. Ja, und im System. Schauen wir mal kurz rein. Hightech und Abbau. Da gibt es nicht viel. Da gibt es halt nur die beiden Stationen. Eine große und eine kleine. Haisheng Terminal und dieses Röntgen Horizons. Und halt 6 ähnliche Planeten, 3 Sonnen dafür. Gucken wir mal. 7 Piraten waren das. Es gibt noch ein anderes Community Goal. Das mache ich jetzt nicht in der Station. Da fliegen wir erstmal raus. In Zaonke, auch nochmal so eine Kriegsmission müsste da sein, ist halt nur relativ weit weg von mir aus. Deswegen bin ich da nicht nochmal hin. Das ist auch ganz neu. Ähnlich wie das, was ich hier noch in der Aufgabenliste habe. Okay, wir können erstmal eine Supercruise und suchen uns hier einfach ein paar Signalquellen und da prügeln wir die Piraten dann raus. So, der Rest, der dürfte alles eingestellt sein, gehe ich jetzt mal von aus. Wir haben 0 Fracht dabei. Könnten wir vielleicht nochmal ändern, falls hier eine Frachtmission oder so kommt. Okay, wir haben auch ein normales Navigationssignal im System. Na, wir warten mal hier. Wir kreisen mal zwischen Station und dem Planeten hier vor uns. Dürften ja ein paar Signalquellen auftauchen in der Nähe. Sieben Stück, 4 Stunden Zeit, müssten wir schaffen. Eine starke Signalquelle. Wir nehmen die jetzt einfach mal mit, wir probieren das mal.
Wir haben eine sehr gut ausgebaute Vulture dabei. Und das ist natürlich... Ach, guck mal, das könnte so ein Hinterhalt sein. Da liegt irgendeine Ware rum. Goldcontainer. Und sobald man die irgendwie scannt oder einsammeln will, tauchen dann die Piratenschiffe auf. Ich will die ja eigentlich nicht einsammeln. Ich habe auch gar keine Frachtkapazität. Ich warte gerade, dass die vielleicht irgendwie auftauchen. Bin ich dagegen geflogen. Einer ist kaputt. Oh ja, guck mal, da tauchen sie auf. Oh, fuck, eine Anaconda. Und was haben wir da noch? Alter, das sind zwei große Schiffe. Das sind alles Anacondas. Alter. Ich scanne den mal aus Spaß. Okay, die würde ich nie... Alter, sind das vier Anacondas oder was? Die kriege ich doch nie im Leben klein. 210.000 Kopfgeld hat der hier. Puh. Wenn ich den angreife, das ist ein Viererwing, dann greifen mich alle anderen drei auch sofort an. Der ist auch Meister, genau wie wir im Kampfrang. Ich habe von solchen Sachen hier schon ein paar Mal gehört, aber ich sehe es jetzt selber zum ersten Mal. Wir fliegen einfach mal mit der Anaconda. Die anderen entfernen sich anscheinend ein bisschen. Vielleicht können wir die eine wenigstens zusammenprügeln. Boah, ich weiß es nicht. Also abhauen könnten wir auf jeden Fall. Komm, wir probieren es jetzt einfach mal. Ich bin jedoch trotzdem weiterhin etwas skeptisch, muss ich sagen. Spätestens wenn die anderen drei rot markiert sind und uns angreifen, können wir die Sache vergessen, gerade weil wir jetzt auch keinen Schildbooster dabei haben. Okay, das Schild ist schon mal offline, das ist schon mal gut. Die anderen greifen noch nicht. Was? Boah. Ihr Säcke. Nun ist er weg. Frameshift Drive charging. Ist aber ärgerlich. Habe ich das überhört oder wurde das diesmal einfach nicht angesagt, dass die in den Frameshift-Modus geht? Hab's zumindest nicht wahrgenommen, oder? Kam auch keine Nachricht, wenn ich mich nicht irre. Schade. Die eine hätten wir runtergekommen, die anderen haben gar nicht angegriffen. Neuer Versuch. Aber vier Anacondas. Alter Schwede. Hohoho. Das ist echt übel. Das geht auch, da haben wir die erste Unidentifizierte. Das meiste, was ich mal an... Ach schade, was ich mal an Piraten in der unidentifizierten Signalquelle hatte. Ach, der gibt uns jetzt ein Update für unsere Aufgabe. Genau. Ist egal, wir bleiben dabei. So ein Käse. Hat jemals schon jemand von euch diese Updates lieber gemacht als die normalen Aufträge, die ihr eh angenommen habt? Also ich noch nicht. Schade, okay. Das höchste, was ich mal hatte an Piraten in der Signalquelle, waren 4 Stück. Das war super. Hatten wir ja gerade auch mit den 4 Anacondas, aber das waren 4 kleine Schiffe. Keine Monsterschiffe. Könnten natürlich auch in das Navigationssignal fliegen. Da tauchen dann auf jeden Fall ein paar auf. Könnte unter Umständen entweder länger dauern oder auch schneller gehen. Wir gucken mal in die schwache Signalquelle rein. Oh, hier ist schon jemand geplatzt. Oh, hier ist viel geplatzt.
Sieht aus wie ein großer Transporter. Was liegt denn hier rum? Machen wir heute mal Signalquellenkunde. Ach, bin ich da vorbeigeflogen, das ist auch egal. Hier ist nichts los, mal geht's. Dürfte auf jeden Fall nicht nochmal ein Update kommen und in den normalen und unidentifizierten Signalquellen nur noch Piraten erscheinen. Theoretisch. Aber wir wissen ja, Theorie und Praxis in dem Spiel, wie überall eigentlich, haut das manchmal nicht so hin. Ärgert mich immer noch ein bisschen, dass die Anaconda vorhin einfach abgehauen ist. Eine starke Signalquelle. Ach, wir lassen das mal. Wir warten mal auf eine unidentifizierte. Dauert auch relativ lange. Naja, wir zuckeln hier so langsam an dem Planeten vorbei. Wir kriechen dran vorbei. Okay, wir warten jetzt noch eine Signalquelle ab. Wenn nichts dabei ist, dann fliegen wir mal in das Navigationssignal. Da dürfte auf jeden Fall der ein oder andere rumdüsen. Wieder eine starke. Manu, ist egal, wir springen da auch nochmal rein. Vielleicht haben wir nochmal Typ 9, Typ 9, Typ 7, Typ 9, Typ 7. Da hat man manchmal auch Glück, dass sich dann zu so einem Konvoi noch ein paar Piraten dazu gesellen, die den Konvoi abschießen wollen. Nichts für uns dabei. Wir können ja mal scannen. Zip. Keine Eintragung. Haben die ja meistens nicht, die Transporter. Typ 7 Transporter haben das öfter mal oder Typ 6. Also normale Kopfgelder beim Scannen, keine Ahnung. Schauen wir mal. Auch nichts. Naja, packen wir unsere 7 Sachen, fliegen mal aus der Massensperre hier raus. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns mal zum Navigationssignal. Wenn auf dem Weg dorthin so eine unidentifizierte auftaucht, dann nehmen wir die auf jeden Fall mit. So, halt, nicht dahin. Dahin. Knapp 300 Lichtsekunden ist die Station entfernt. Dauert jetzt eine Weile, bis wir Geschwindigkeit aufbauen. Ach, guck mal, hier ist direkt eine. Die nehmen wir natürlich mit. Kriegen wir den noch? Ja. Ja, doch, haut hin. Oh, das sieht doch gut aus. Oh, das sieht gut aus. Da haben wir schon mal eine Cobra gesucht. Scannen wir mal. 12.630 und vielleicht nach dem Scan irgendwie mehr oder so. 23.000. Ach, guck mal. Da kamen noch mal 10.000 drauf. Das wäre super.
Greift uns noch jemand an? Nö. Typ 6 Transporter, da haben wir noch eine Eagle. Auch die scannen wir mal. 4700 und nach dem Scan, da rechts sehen wir das an der Leiste. Halt. Müssen natürlich im Ziel bleiben. 4700. Hau nicht ab, hau nicht ab, hau nicht ab. So, und nach dem Scan 8000. Krass. Tatsächlich fast das Doppelte. Und weg damit. Ja, da haben wir noch eine Eagle. Da müssen wir erstmal ranfliegen. Die ist viel zu weit weg. So, was kommt denn bei der raus? Dann das ist ja interessant. Das macht Spaß. Guck mal, 6200. Außer Reichweite. Müssen wir ran auf 3 Kilometer. So, los geht's. Die wollten doch nicht etwa den kleinen Transporter beglücken. Ah, okay, der hat nichts woanders. Das ist dabei geblieben. Aber die anderen, das war ja fast das Doppelte jeweils. Bye bye. So, wir gucken mal, vielleicht hatte der Transporter auch irgendwie Dreck am Stecken. Aber ich glaub's nicht. Nee, alles okay bei dem. Obwohl, wir können ja auch den mal scannen. Das macht schon Spaß, muss ich sagen. Weiterfliegen. Schönen Tag noch und gute Reise. Frameshift Drive charging. 4, 3, 2, 1, engage. Nicht schlecht, oder? Da haben wir schon mal drei Piraten. Ach, guck mal hier. 14.000 hier, Föderation. Das hier unten sind die Kopfgelder, die wir sonst nicht bekommen hätten. 14.000. Das ist doch nicht schlecht, oder? Drei Piraten haben wir auch schon erwischt. Wir gucken natürlich weiter auf dem Weg zum Navigationssignal, ob wir da noch ein paar andere unidentifizierte Quellen finden. Ja. So, da müssen wir abbremsen, sonst sind wir zu schnell. Oh, hier sind ja einige unterwegs. Typ 9, Typ 6, Typ 6, Typ 6, eine Sidewinder. Oh, noch eine Sidewinder. Ach, kommt. Naja, wir können ja mal schauen, was die so dabei haben. Achso, die gehören mir zum Wing. So ein Riesenkonvoi in einer unidentifizierten Signalquelle? Das ist ja ungewöhnlich. Von ja echt eine Menge. Ich dachte, dass wenigstens die beiden Sidewinder eventuell Piraten sind. Leider nicht. Okay, vielleicht tauchen ja hier, wo wir jetzt sind, allgemein mehr unidentifizierte Signalquellen auf. Dann versuchen wir es nochmal mit der Minimalgeschwindigkeit, dass wir da direkt reinspringen können, falls einer auftaucht. Das ist hier halt gerade auch der Weg vom... Ah ja, guck mal, das ist direkt die nächste. Vom Punkt, wo man reinspringt ins System, bis zur Station. Was haben wir hier dabei? Ach nö, Typ 9. Da ist wahrscheinlich alles okay. Ja. Man kommt sich vor wie so ein kleiner Polizist irgendwie. Da müssen wir hin.
Na komm, jetzt aber. Lade, lade. Jetzt sind wir weit genug weg. Na gut, ich würde sagen, wir haben mal den Scanner getestet, bringt sogar was. Bei den Schiffchen, die wir bisher gefunden haben, war es immer, wenn es was zu holen gab, fast das Doppelte nochmal. Und da würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen wieder, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal, ciao.